Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Ihr habt bestimmt von dem TV-Duell mitbekommen. Ich habe ja dazu aufgerufen, dies zu gucken, um sich eine eigene Meinung davon zu erstellen. Wie wir jetzt im Nachhinein sehen, ist die Berichterstattung darüber extrem neutral. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und zeige euch hier einmal von der Welt selber einen Ausschnitt, der diese Neutralität eindeutig unterstreicht. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, damit du kein zukünftiges Video mehr verpasst. Wir gehen einmal rein in den ersten Bericht. Ich kann auch gleich am Ende noch sagen, wie ich das TV-Duell einschätze, ob ich glaube, wer gewonnen hat. Dazu kommen wir aber gleich. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist bereits seit Tagen für uns in Thüringen. Gestern Abend war er bei einer Watchparty in Weimar, hat das Ganze live verfolgt. Heute Morgen bereits mit Thüringern gesprochen, aber auch mit Politikern im Landtag. Steffen, wie würdest du das einschätzen? Also dieses TV-Duell, wird es tatsächlich Bewegung in den Wahlkampf bringen? Und vor allen Dingen, hat man jetzt auch ein Mittel, um Höcke tatsächlich zu entlarven, ihn regelrecht zu fortzuführen, um seinen Mythos in dem Sinne auch wieder zu brechen? Also es ist für mich schwer zu beantworten, aber natürlich ist das Thema heute auch hier im Landtag auch bei den Menschen auf den Straßen, wie man vielleicht sehen kann. Wir hatten heute hier auch die Möglichkeit. Mal auf hier, ja. Lass das jetzt mal sein hier, Alter. Ja. Alter, halt dich mal zurück jetzt. So, hier. Also wir sehen die Emotionen, die kochen hoch. Was ich aber sagen kann, ist, dass das natürlich bei den Parteien auch diskutiert wird. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz hier zurückgehen. Ja, Steffen, wir werden jetzt unterbrechen. Es geht jetzt, wir müssen jetzt abbrechen. Sie sehen also, es ist eine aufgehitzte Situation in Thüringen. Offenbar Anhänger von Björn Höcke, dem Rechtsextremisten von der AfD, versuchen unsere Live-Schalte zu unterbrechen vor dem Landtag in Erfurt. Wenn sich die Situation beruhigt hat, dann werden wir noch einmal zu Steffen nach Erfurt schauen. Aber Sie sehen, es ist eine schwierige Situation und wie die AfD ja auch mit der Pressefreiheit umgeht, das ist ja auch ein bekanntes Thema. So wurde zum Beispiel gestern keine Medienvertreter zugelassen, bei der Watchparty der AfD mit dabei zu sein und das Ganze zu filmen. Also man versucht hier gerade von Seiten des Weltmoderators alles so zu drehen, dass die böse AfD an allem schuld ist. Egal, was völlig normal ist oder was zugelassen ist oder was nicht, alles wird der AfD voll in die Schuhe geschoben. Die AfD kann doch nichts dafür, wenn irgendein Idiot auf die Medien losgeht und dort ein Reporter angeht. Da ist doch nicht die AfD für verantwortlich. Aber Hauptsache, man stellt es so hin, steht ja ganz dick AfD auf der Stirn, von dem Typen, der die Leute angeht, natürlich nicht, aber so wird es natürlich dargestellt. Idioten gibt es überall und darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil es gibt ein Statement, die diese Situation einmal einschätzt. Der Mann, der da unterbrochen wurde, äußert sich nochmal dazu und stellt dort einiges richtig, was natürlich im Weltstudio nicht so relevant ist. Dort wird nämlich alles versucht, irgendwie so auszulegen, dass die AfD dabei nicht gut wegkommt. Und jeder, der sich das TV-Interview angeguckt hat, hat ja gesehen, es gab gute Momente von beiden Kandidaten, muss ich ganz klar so sagen. Es gab aber auch sehr viele Momente, wo der ein oder andere halt nicht so geglänzt hat. Als ich das TV-Duell geguckt habe, ist mir schon ganz klar aufgefallen, man hat natürlich versucht, Björn Höcke zu stellen, inhaltlich. Und in meinen Augen ist er da, gerade wenn es um das Buch geht, was er geschrieben hat, und auch generell um die Remigrationsfrage, fand ich, hat er nicht brilliert. Dafür hat er eindeutig aufgetrumpft, als es um Europa und die Wirtschaft ging. Eine Sache muss man noch sagen, und zwar, Herr Vogt schaut die Leute an. Das hat mir bei Herrn Höcke gefehlt. Also muss ich sagen, die Punkte inhaltlich waren von Höcke deutlich besser. Rhetorisch muss ich aber sagen, hat Herr Höcke noch Potenzial. Ich weiß natürlich nicht, wie es im Studio ausgesehen hat. Vielleicht hat er etwas Besonderes angeguckt dort. Das kann ich nicht beurteilen. Es hat mich auf jeden Fall gestört, dass er seinen Kontrahenten nicht in die Augen geguckt hat, was ich persönlich sehr schade fand. Aber sollte er nervös gewesen sein, kann ich es möglicherweise nachvollziehen. Es ist trotzdem etwas, was ich fürs nächste Mal als verbesserungswürdig ansehe. Die Punkte, die Herrn Vogt gegenüber Höcke gemacht hat, die ihn einfach nur angegriffen haben, fand ich absolut unter der Gürtellinie. Und so etwas
ist natürlich in einem TV-Duell ab und an mal da. Ein spöttischer Spruch, aber er hat das ja am laufenden Band gemacht. Er hat ihn persönlich angegriffen mit Aussagen und das ist nicht die feine englische Art, sondern es soll ja hier um die besseren Argumente gehen. Über den Moderator und seine Haartransplantation möchte ich an dieser Stelle nicht reden. Und inhaltlich hat man in so einem TV-Duell die Möglichkeit, jemanden zu stellen mit inhaltlichen Argumenten. Und hier wird es von der Welt so dargestellt, als ob man jetzt im Nachhinein mithilfe dieses TV-Duells dann die Möglichkeit hat, Björn Höcke zu stellen. Das hätte man im Interview selber machen sollen. Hat man versucht. Es war ja auch, sagen wir mal, ein sehr interessantes Hin und Her. Der CDU-Politiker hat inhaltlich nicht wirklich geglänzt. Er hat wirklich nur lose und leere Worthülsen benutzt. Das ist das, was viele Politiker machen. Sie versuchen sich nirgendwo die Finger zu verbrennen. Und die CDU ist ja leider nicht dafür bekannt, das umzusetzen, was sie erzählen. Und gerade wenn man weiß, dass die CDU mitverantwortlich ist, dass es aktuell in Deutschland so aussieht, wie es aussieht, kann man davon nicht wirklich viel glauben. Ich ziehe meinen Hut davor. Ich habe es ja schon bereits angekündigt im Vorfeld. Björn Höcke hat am Ende die Hand ausgestreckt und quasi gesagt, lasst uns zusammen umsetzen. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Mario Vogt da noch ein bisschen genauer drauf festnagelt und genau sagt, euch sind die Menschen in Thüringen wichtig, der AfD-Fraktion auch. Lasst uns doch gemeinsam diese Sachen umsetzen. Das wurde ein bisschen griffiger und kürzer gefasst von Höcke. Das hätte ich mir gewünscht, wenn man das ein bisschen noch ausschmückt und dann quasi damit die CDU komplett auflaufen lässt. Die CDU konnte inhaltlich natürlich nicht brillieren, aber eine Sache hat die CDU damit erreicht. Und zwar nicht die CDU im Allgemeinen, sondern Mario Vogt. Und zwar ist er bekannter geworden und das war, denke ich mal, sein Ziel, dort die Bekanntheit zu erhöhen. Was ich ganz klar sagen muss, der größte Verlierer war ja gar nicht anwesend und zwar Herr Ramelow. Linksgrüne Politik wird dort in Thüringen seit längerem betrieben. Wir haben eine Minderheitsregierung der Linken und die hat fertig. Sie kriegt nichts auf die Kette, die Bevölkerung super frustriert und dementsprechend ist es da wichtig, einen Richtungswechsel zu forcieren und diesen auch umzusetzen. Ich bin gespannt, was die Wahlumfragen jetzt in der nächsten Zeit ergeben, aber ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten, Wahlumfragen sind getarnte Meinungsmache. Natürlich kann man über einen längeren Zeitraum Tendenzen erkennen, ja, aber gerade wenn es um ein paar Prozent geht, ist dort sehr viel Spielraum und natürlich kann man so sich die Meinung etwas drehen, wie man sie gerne haben möchte. Wir gehen jetzt einmal in das Statement von dem Weltmoderator und dann sprechen wir nochmal ganz kurz darüber. Wie gesagt, ich verurteile jegliche Gewalt, die irgendwie gegen Journalisten betrieben wird. Man hat andere Möglichkeiten, sie inhaltlich zu stellen und muss das nicht über Gewalt machen. Wir hatten dann die Live-Schalte abgebrochen, weil wir es einfach auch für sicherer hielten, das zu machen, für mich und auch genauso für meinen Kameramann Fred Brück, der da ja dazwischen gegangen ist. Die Polizei hatte das aus der Ferne mitbekommen und dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass die Polizei uns auch aufgefordert hat, eine Anzeige zu erstatten. Das heißt, wir haben dann beide auch nochmal den Tathergang sozusagen geschildert und wie sich dann relativ schnell herausstellte, war dieser Mann auch Polizei bekannt. Man weiß, wer er ist, man weiß, wo er wohnt. Was wir allerdings nicht wissen, und das möchte ich auch ganz deutlich dazu sagen, ist, ob er in irgendeiner Form parteipolitisch motiviert war, also ob er jetzt der AfD angehörte, der CDU, Linken, Grünen, FDP, das lässt sich nicht sagen, oder ob der einfach gegen Presse, gegen Journalisten im Allgemeinen was hatte. Schwer im Nachhinein ist das für uns auch nachzuvollziehen. Das ist schwer für Sie im Nachhinein nachzuvollziehen, aber Hauptsache, der Moderator im Weltstudio prescht nach vorne und sagt, das ist einer von der AfD, das ist ein Böser, das geht natürlich gar nicht, weil alles Böse ist natürlich immer AfD. Und ihr habt ja auch im ersten Interview gesehen, es geht da um die Watch Party und ich persönlich muss sagen, wenn man ein Public Viewing macht und dabei definitiv sagt, hör mal zu, wir wollen jetzt einfach das nur untereinander machen und da keine Presse bei haben, ist es doch vollkommen
okay, es ist ja jetzt nicht so, als ob eine Watchparty immer für jeden zugänglich ist. Das ist ja nichts anderes als eine, sagen wir mal, Party. Und ihr geht ja auch nicht hin, wenn ihr Geburtstag habt und sagt, Medienvertreter, komm, ich lade euch ein. Sondern da wollt ihr ja auch in Ruhe die Sache genießen und euch das angucken und darüber sich vernünftig austauschen. Aber man kann sich natürlich wieder darüber skandalisieren. Ich appelliere nochmal an euch, guckt euch alles an. Bildet euch eure eigene Meinung und lasst euch nicht vortragen von niemandem, was ihr zu denken habt. Bildet euch eure eigene Meinung. Auch wenn ich hier euch Dinge präsentiere, Taten, Interviews oder Meinungen von mir selber, hinterfragt diese und bildet euch eure eigene Meinung darüber. Denn das ist das Allerwichtigste. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn du noch kein kostenloses Abo hinterlassen hast, dass du das jetzt tust, das Video einen Daumen nach oben gibst, kommentierst und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Damit du kein Video verpasst, kannst du gerne auch die Glocke aktivieren. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.